Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Das ist Fabian Kubik. Hallo. Das da unten ist ein McLaren 27S und ich werde euch jetzt, weil ihr wollt ja alle einen McLaren 27S bestellen. Ich glaube so ungefähr so 200.000, 300.000 Leute wollen ihn jetzt bestellen und ich mache euch jetzt den Kaufberater für den 27S. Nein. Erstmal mache ich das Objektiv sauber. Das geht mir nämlich tierisch auf den Sack hier. Das war echt ein bisschen viel. Okay. Also, letztens beim RS6 waren nämlich so Sprüche drunter. Oh, jetzt weiß ich, ob ich es bestellen soll. Nicht darum geht es ja nicht. Es ist auch ein bisschen Spaß und Spiel. Ihr müsst euch nicht mal so neunmal kluge Scheißsprüche drunter hauen. Ja? Es geht, ich weiß, dass nicht viele sich so ein Auto kaufen werden, können, wollen. Aber trotzdem ist doch mal ganz interessant zu sehen, wie scheiße so ein Auto auch sein kann. Gut, wir springen mal rein ins Auto. Und dann fahren wir weg, weil da nicht so viele Leute stehen. Wir haben hier Abwasserprobleme, irgendwelche Wasserleitungen sind gebrochen hier, Alter. Die waren auch gestern zu Gange. Ja? Ja, ja. Oh, krass. Shit-O-Matic, ey. Ein bisschen als Sauerkraut, ey. Ganz geil. Ganz geil, ja? Ja, ja. Macht einen schon so ein bisschen horny manchmal, ne? So, so, jetzt Sauerkraut. Oh, horny. Wir fahren mal eben hier weg. Ja. Und dann, sollen wir ja zur Schule? Ja, können wir machen. So ein schöner Platz. Das ist so mein... Viel Sonne. Ja, vielleicht können wir schon mal über ein, zwei Punkte sprechen. Also... Fangen wir mit negativ oder positiv? Oder wir fangen negativ an. Nee, wir fangen... So wie so es kommt. So wie es kommt, so wie es raus sprudelt. Also, natürlich ist ja auch wirklich sehr bekannt. Hat so ein McLaren seine Verarbeitungs... Guck mal, der Rabe, der will ich da trinken. Ja und? Verpiss dich. Natürlich hat der McLaren seine Verarbeitungsprobleme. Auf jeden Fall. Sachen sind nicht so genau, Sachen sind nicht so passend. Aber jetzt frage ich mich, ist das wirklich so wichtig? Weil oftmals, wenn man sowas liest im Internet, sind das Leute, die auf der einen Seite sich so ein Auto nicht kaufen wollen, können. Und auf der anderen Seite haben die schon eine andere Marke, die sie favorisieren und deswegen auch sich selbst dieses Auto schlecht reden. Weil dieses Auto hat einen riesengroßen Punkt, deswegen habe ich mir auch gekauft. Es ist ein sehr, sehr tolles Auto. Mhm. Das muss man wirklich mal so sagen. Hast aber immer von geschwärmt. Ja, es ist aber auch wirklich ein tolles Auto. Also ein 27S ist immer noch, obwohl er etwas älter ist, wie so ein GTR zum Beispiel, ist er immer noch vielen Autos voraus. Immer noch. Was für ein Baujahr ist das jetzt? 2016? Der ist 19. 19? Ja, ja. Achso, ich dachte, der wäre deutlich älter. Nein, nein, nein. Achso, seit wann es ihn gibt? Ja, ja. Achso, oh, puh. Also, wann der angefangen wurde zu produzieren? 17? Ich glaube, okay, 16, krass. 17? Ja. Das kann sein. Zum Beispiel mein Park-Distance-Sensor. Okay? Mhm. Der bimmelt immer. Der bimmelt immer und immer, wenn ich langsamer fahre, sieht er irgendwelche Gespenster, irgendwelche Sachen auf der Straße, die ihm im Weg stehen. Und da sind aber gar keine Sachen. Das nervt dich zu Tode. Dann drückst du immer hier unten drauf. Mhm. Dann drückt man drauf. Und dann macht man Park Distance für einmal losfahren und anhalten wieder aus. Aber ich erwische mich selbst, wenn ich fahre, dass ich schon meistens so fahre. Dass du wartest, bis der. Dass ich warte, bis er bimmelt. Und dann drücke ich halt drauf. Wie so ein Videospiel, ne? So, ja. So Sonne auf 100 drücken. Ist nicht für die Preisklasse von Auto okay. Ja. Sag ich ganz klar. Das ist echt, echt nervig. Ich war auch schon einzeln bei McLaren, kriegen nicht unter Kontrolle. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist doch das Kennzeichen weggemacht, über den Hof gerollt. Der hat alle möglichen Sachen gesehen, die da überhaupt nicht waren. Also am Kennzeichen liegt es nicht. Aber wurde der mal nicht lackiert? Ja, ja, da ist schon ein neuer Sensor drin. Also der Sensor wurde lackiert, aber das Auto wurde nicht lackiert, um Gottes Willen. Nee, nee, dass die über die Sensoren wieder irgendwie Farbe gekommen ist oder... Nee, nee, also der Wagen wurde nicht lackiert, aber der Sensor wurde neu lackiert. Ah ja, okay. Ja, aber ich meine, VW hat auch Probleme mit diesen Park-Distance-Sensoren. Ja. Dass sie dann anfangen plötzlich, ne, nach der Tieferlegung zum Beispiel zu piepen oder so. Fliegt da gerade ein Blatt durch die Gegend, fängt an zu piepen. Ja, aber der hat ja von Tag 1 hat er gebimmelt hier. Ja, das ist natürlich scheiße. Ist auch scheiße. Und dann ist halt so nervig, du fährst hin und zurück, hin und her. Und das ist für ein Auto natürlich auch... Ich meine, für ein Auto ist es egal, aber du willst ja jetzt nicht da 30, 40.000 Kilometer draufballern auf sein Auto. So ein Auto hat ja auch einen gewissen Wert. Und wie viele Kilometer ich schon gefahren bin zum Händler und zurück, das nervt halt so ein bisschen. Aber gehört auch irgendwie dazu. Und da ist wieder der Punkt, du verzeihst diesem Auto so gut wie alles. Du verzeihst diesem Auto irgendwie alles, weil er so viel krasser ist als die anderen. Und er ist halt dieser Brite und nicht dieses deutsche perfekte Ding. Und da muss ich sagen, das ist auch ein Pluspunkt. Es ist ein Auto.
ein wirkliches, echtes Auto, was du bedienst, was du fährst und nicht dieses komplette, ein Ingenieur dürfte sich so austoben, dass das Auto für jeden fahrbar ist. Mhm. Das ist es nicht. Fahrbar, handelbar? Es ist nicht gefährlich, das Auto, das ist es nicht. Aber du musst schon fahren, du musst lenken, die Rückstellkräfte, du musst halt alles Mögliche bedienen. Mhm. Und in so einem Porsche oder in vielen anderen Autos wird es den Fahrern so krass abgenommen. So. Und das ist so eine Sache, warum kaufe ich denn dann den Sportwagen so, ne? Wenn ich das gar nicht mehr so alles so wirklich so super machen darf. Klar, ich kann die Traktionskontrolle ausmachen in diesen Autos, dann kann ich auch wieder fahren. Aber ich finde dieses, wie soll ich das beschreiben am besten? Manchmal können Autos auch zu bedienerfreundlich sein. Weil keiner von den Leuten fährt jeden Tag auf Rundenzeit zum Kiosk. Macht niemand. Passiert sehr selten. Somit ist ja, glaube ich, sollte die Intention eines Autoschillers sein, lass uns den Kunden ein thrilling, schnelles, sicheres Unterhaltungsprodukt geben. Mhm. Das ist das Auto hier. Volles Rohr. Ja? Und viele andere, meiner Meinung nach, sind das nicht mehr so. Jetzt, ja, unterhaltsames Auto, den Park-Distance-Sensor jedes Mal auszumachen. Ah ja, hallo. So, jetzt gleich sind wir da. Dann können wir auf die Punkte ein bisschen genauer eingehen. Ein positiver Punkt, den ich jetzt so beim Fahren sagen kann, ist ganz klar Komfort. Komfort, Komfort, Komfort. Dieses Auto ist unnatürlich komfortabel. Was man ihn nicht ansieht. Nein. Jeder Mensch denkt, auch jetzt wo das Fahrwerk reinkommt, ist jeder Mensch denkt, Digga, dieses Auto, ne? Wie kannst du damit fahren, so tief, 21 Zoll hinten? Das kann doch nur eine Rappelbude sein. Ja. Nein. Und glaubst mir oder nicht, das ist auf dem Level vom Komfort wie mein komfortabelstes Auto. Ne, also das, du hast hier dieses Menü, wo du dir selbst zusammen konfigurieren kannst, was du willst. Ne? Mhm. Antriebsstrang, Fahrwerk. So, du kannst Komfort, Sport, Track, und das kannst du machen, wie du willst. Dann kannst du es aktivieren. Mhm. Das kannst du wie so ein Menü, kannst du zusammen kochen. In Sachen Komfort muss dieses Auto nichts dazulernen. Ich denke, ein Grund ist der relativ lange Radstand von dem Auto in Verbindung mit diesen hydraulischen Dämpfern. Diese Dämpfer sind wirklich von der Kennlinie her sehr, sehr, sehr variabel. Ich war vor ein paar Tagen, ach, die Schule wieder auf. Dann ist das, glaube ich, der falsche Ort. Dann drehen wir doch vielleicht um. Ich hätte gedacht, Schule wäre zu. Hat sie die geschlossen? Weil letztes Mal waren da. Ja, letztes Mal war hier nichts. Wo fahren wir denn hin? Ja, vielleicht finden wir trotzdem hier in der Seitenstraße irgendwo was. Ja, so ein bisschen kuschelig ist, ne? Ein bisschen kuschelig. Dann fahren wir zum Tennisclub. Zum Tennisclub, ja, super. Stellen Sie mal hier so an die Seite. Ist auch ganz schön. So. Ruhe. Okay, ich habe mir nämlich eine Liste aufgeschrieben, wo ich so ein paar Sachen draufschreibe. Also erste ist Verarbeitung. Negativ, okay? Das muss man als negativen Punkt nehmen, weil es ist halt so. Und das ist ja meistens eher so eine schlampige Sache, ne? Also wo man ein bisschen hudelt. Aber es beeinträchtigt nicht, wenn du das Auto hast. Mhm. Du musst Beispiele geben? Also Lackierung? Zum Beispiel, diese Sachen fallen halt immer wieder auf, ne? Wie die Nähte hier so drumherum sind. Ich sehe, hier geht die Naht nach oben, hier ist die Naht weiter unten. Das ist so ein bisschen Kraut und Rüben, ne? Ist zum Beispiel auch nicht gleich wie links. Aber ist auch eine schwierige Stelle, das mit Leder einzukleiden. Verstehe ich alles, ne? Aber, ja, und der Brite sagt wieder als Argument, ja, aber das ist doch Handarbeit, das ist doch toll. Ja, ja, ist auch irgendwie cool. Mhm. Aber ob das wirklich so sein muss. Wir gehen mal raus, da sieht man das Spaltmaße-Thema ein bisschen doller. Ja, hier, der Abstand. Mhm. So habe ich es mal im Laden gesehen, bei einem anderen. Muss auch kleiner, muss man da auch machen. Ja, hier ist kleiner. Beispiel. Und wenn du im Laden stehst und hast dann das Geld in der einen Hand, das Auto in der anderen, ne? Mhm. Also als Kaufoption, dann verstehe ich, dass du dir sagst, so, gebe ich dafür mein Geld aus, mach es. Also es sind vielleicht ganz, ganz wenige, die überlegen, aber es. Und ich kriege da auch kein Geld für, ja? Ich bin ein bisschen müde, merke ich. Es ist schon ein gutes Auto. Ich sage das wirklich, ich kaufe hier die Autos auch bewusst, um halt auch eine Meinung geben zu können. Weil wenn du diese Autos ständig gestellt bekommst, da hast du ja nichts von. Du traust dir ja nicht zu sagen, weißt du, McLaren steht jetzt so ein Auto hin. Und wie ist das Auto so? Ah, das ist das beste Auto, was ich je gefahren bin. Weißt du? Das ist ja der Punkt. Auf jeden Fall, hab keine Angst vor den Verarbeitungsqualitäten. Es ist echt
nicht so geil an manchen Stellen, aber wenn du das Auto hast, macht es extrem wieder wett. Park Distance nervt und noch einen negativen Punkt habe ich. Der ist nicht ausschlaggebend, aber der ist ein bisschen auffällig. Der Wagen verbraucht etwas viel, ja? Okay. Weil das ist ein 4 Liter V8 Biturbo, okay, haben die anderen auch, aber du kommst schwerlich unter 10 Liter. Das Auto ist auch noch leicht, hat einen geringen CW-Wert. Du gibst dir so viel Mühe, wie du kannst, so langsam zu fahren, wie es geht. Hast ein 7-Gang-Getriebe, sehr, sehr niedrige Drehzahl und der Kollege schnubbelt sich immer noch 10 Liter rein. Oder 11. Und da fragt man sich so ein bisschen, wofür brauchst du die? Ne? Also vergleichbare Autos mit demselben Motor, was verbrauchen die? Hast du das irgendwie vielleicht im Kopf? Boah, ja, Mann, ein Porsche Turbo. Weil 10 Liter hört sich für mich jetzt zum Beispiel als 1.8T-Fahrer zum Beispiel, ne? Wenig mit, einem Upgrade-Lader so wenig an, ja, für so ein Auto. Man sieht das und denkt, das verbraucht 30 Liter oder so. Nein, kommst du gar nicht hin. Ne? Fährst ein Porsche Turbo easy mit 10 Litern. Oh, okay. Ja. Aber so, da musst du dir nicht groß Mühe geben. Musst dir echt nicht groß Mühe geben. Aber da ist auch wieder German Engineering voll da. Und jetzt kommen wir zu den positiven Punkten. Dieses Automobil ist unfassbar schnell. Und er lässt dich wissen, dass er unfassbar schnell ist. Der Aha-Effekt, wenn du damit fährst, ist für dich als Fahrer so geil. Und es ist auch so geil zu sehen, wenn andere Leute Videos machen, die alles Mögliche gefahren sind, dann fahren die mal sowas, die sind alle so erschrocken. Weil, ach, so fühlt sich also 700 PS an. Krass. Weil die anderen machen das so, das sind 700, es sind auch 700, aber wir sorgen dafür, dass du nicht merkst, dass es 700 sind. Hä? Ist das nicht ein geiler Deal? Und hier ist es so, die Traktion ist unfassbar gut, da rutscht dir nichts weg, aber das Auto ist einfach wirklich schnell. Und das beste Beispiel ist für mich immer wieder 4,4, 4,5 Sekunden und der GT2 RS, der für mich auch immer noch die Ikone ist. Ja, ein GT2 RS ist für mich immer noch ein Tick geiler auf eine andere Art und Weise als dieses Auto, ist aber fast eine Sekunde langsamer. Und eine Sekunde langsamer ist Aua, ist echt Aua. So, dieser Speed von diesem Auto ist echt, echt absolut brutal. Dann ist es, ich habe heute Morgen schon ein Kapitel Hörbuch aufgenommen, deswegen ist mein Hirn schon ein bisschen durchgerutscht. Ist ja nicht schlimm. Genau, muss ich auch ablesen. Jetzt kommt ein ganz großer Punkt. Design. Es gibt kaum was Schöneres, finde ich, wenn man so hier reinguckt, wie das Rad so zu sehen ist, wie die Tür so offen steht. Also, es ist Batman. Hallo, mein Name ist Batman. Das stimmt, das sieht schon übelst fies aus. Genau. Aber nächster positiver Punkt ist, dass dieses Auto nicht negativ anstößt. Bei dem Aventador hatte ich ja extreme Probleme, dass ich dann gesagt habe, ja, ich schäme mich. Vor allen Dingen, wenn Tür aufgemacht wird und sowas auf dem Parkplatz. Tschu, tschu. Hier überhaupt nicht. Ich bekomme keine negativen Resonanzen. Die Leute sind sehr positiv, die freuen sich. Keiner ist irgendwie pissy oder sowas zu mir. Alles ist sehr, sehr geil, alles ist sehr, sehr cool. Das Auto, ich finde es positiv, als positiven Punkt, das Auto ist leise. Ist wirklich leise. Das Auto ist nicht laut. Und das finde ich obercool. Wo du beim Thema Aventador warst, da war das Thema Anlage ja so ein, ne? Musikanlage ist sehr gut bei dem Auto. Jetzt? Ja. War gut, ne? Noch ein positiver Punkt. Ja, die Musikanlage ist für diese Klasse von Fahrzeugkabine mit Monocoque die beste, die ich bis gehört habe. Ja, ja. Cool. Muss man echt sagen. Sound ist echt sehr, sehr gut. Musikanlage ist echt gut. Macht Spaß, Musik zu hören. Bei Aventador leg lieber Handy aus am Armaturenbrett. Ist geiler als die Musikanlage. Tunbarkeit, noch ein positiver Punkt. Diese Autos kriegst du auf 1000 PS, dann sagen manche, ja, aber GTR 1400 PS, ja, ja. Aber ein 1000 PS McLaren mit hinten Semi-Slicks ist schneller als ein 1400 PS GTR. Die PS-Zahl macht es auch nicht am schnellsten. Ne? Das ist immer die Kombination zwischen Getriebe, Gewicht, Antriebsstrang, Traktion und wie lang der Motor, wie viel PS, also Drehmoment wirklich abliefert. Und dazwischen ist halt einfach dieser Speed, der sich aufbaut. Diese riesengroßen Supras zum Beispiel mit 1400 PS, die haben ja ein ganz kleines Operationsfenster, wo sie diese Leistung auch wirklich abgeben. So, wenn da die Schaltpunkte manuell geschaltet nicht passen, bist du weg. Ich denke sogar, dass du mit einem serienmäßigen 27S schon einen 1000 PS Supra wegknallst. Kann ich schon. Oder zumindest, wenn du das dreimal machen musst, der Supra, dann machst du es auf jeden Fall dreimal. Okay. Ja, die Attraktivität ist einfach widerlich. Der Stolzfaktor ist echt sehr, sehr groß. Ich habe keinerlei Gefühle oder Ambitionen, mir das Auto zu verkaufen. Ich finde, das Auto ist einfach extrem stark, extrem schön und flach. Und das liebe ich an Dortmund. Ja, gehört zum Ruhrgebiet oder was? Ne? Ist das geil? Unflach. Ja, aber
Flach ist er, ja, das stimmt. Aber das ist auch so schön an der Stadt hier, oder? Ja, das stimmt. Dass sich jeder irgendwie einmischt und so. Das ist schon sehr süß. Und flach. Ich guck mal, was ich noch aufgeschrieben habe. Ja, Fahrwerk. Fahrwerk ist sehr gut im Trockenen. Es ist ein Hydraulikfahrwerk. Da versuche ich mal die Tage ein bisschen Informationen zusammenzusammeln, weil das ein sehr interessantes System ist. Deswegen fiebt der auch immer so, weil er diesen Druck ins System reinhaut. Achso, der reguliert die ganze Zeit. Deswegen Die ganze Zeit fiebt der. Erst dachte ich, es ist irgendwas, ein Ventil kaputt oder sowas. Aber nein, das machen die alle. Es hat was. Ich finde, das hat was. Man Respekt so. Ja? Ich mach's mal an, dann hört man das sofort. Ah. Aber wo kommt das her? Von vorne. Ah. So, da geht's wieder aus. Er hat recht was. Wirkt so technisch. Ja, und deswegen, der reguliert das ganze Zeit das Fahrwerk. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Design, ja, Komfort haben wir schon als positiven Punkt, ne? Mhm. Speed haben wir auch, ne? Speed haben wir auch. Die Türen haben wir auch. Style haben wir auch. Tune-Potenzial haben wir auch. Style und Türen sind zwei. Ja, zwei oder? Ja, aber ich finde Style, Scheinwerfer, Rückleuchten, das ist alles. Aber ich finde die Tür, dieser Moment, wenn die Tür auf ist und man sieht so die Felge, so, das ist so für mich, was ich immer mal besitzen wollte. Auch wie so eine Erklärung F1 oder P1. Ja. Das Verlangen, ein P1 haben zu wollen, ist nicht so groß, außer du stehst neben dem P1. Dann weißt du es sofort. Aber wenn ein P1 nicht in der Nähe ist, dann denkst du dir, ah, 27S ist genauso geil. Ja. Wenn ein P1 daneben steht, zeigt der P1 schon ziemlich durch, dass er doch mal eine Nummer geiler ist. Der Fahrwerk haben wir und man fährt selbst. Ja, haben wir eigentlich alles. Sitze? Okay. Für jemanden Großen geht's gerade so. Man dürfte nicht größer sein als ich, finde ich. Ja, die Scheibe hier mit dem Gorilla-Glas ist halt auch echt ultra sexy, ne? Wenn man fährt, dass man... Ja, es gibt noch eine Sache, die ich sehr, sehr mag an dem Auto, die mich als Jean-Pierre sehr happy macht, nachts. Manchmal setze ich mich wirklich ins Auto und fahre nachts durch die Gegend, weil du fühlst dich... Ja, dieser Batman-Effekt ist echt krass zum Nachdenken. Du bist in diesem leisen, schwarzen Auto. Die Menschen sehen dich so gut wie gar nicht. Du hast überall die Scheiben. Das ist ja auch eine Scheibe, ne? Man denkt, das wäre immer so eine Säule. Ja. Das ist eine Scheibe, das ist eine Scheibe, das ist eine Scheibe. Das ist eine Scheibe, das ist eine Scheibe. Und die vordere Scheibe geht sehr weit runter. Das heißt, du siehst die Straße direkt vor dir. Mhm. Das heißt, du bist draußen, siehst alles, aber gefühlt sieht dich keiner. Ne? Weil die Rückleuchten in der Nacht... Alles, was in der Nacht leuchtet, ist nur der Strich. Motorraum? Die Abdeckung da geht aus. Die geht aus? Ja, ja. Aber sonst siehst du nichts. Und das ist so ein schwarzer Klotz, der durch die Nacht rollt. Tarnkappenmodus. Genau. Und dann fährst du. Und dann machst du das. Komm her. Du fährst, ne? Und dann willst du komplett dunkel und dann machst du so. Ja, das ist. Und dann ist der Unterschied zu einer Raumfähre nicht weit. Ist so, ist echt nicht weit. Ja, auf jeden Fall, das Auto macht mir sehr viel Freude. Ein Auto, was ich ziemlich sicher nicht verkaufen werde. Außer im Tausch vielleicht zu einem anderen McLaren. Aber nicht gegen den Senna, oder? Nee, der ist mir zu hässlich. Dieser Hass gegen den Senna, ne? Ich finde ihn geil. Ich finde ihn echt cool. Sieht so ja, wenn man davor steht, ist er sehr beeindruckend. Technik und Spoiler und Öffnungen und Klappen und Machen und Tun. Wir würden jetzt hier stehen und würden moderieren, da würde ein GT2 RS stehen. Mhm. Würde ich brüllen. Du würdest brüllen? Ja, weil es so laut ist. Weil, guck mal, die Pumpe ist lauter als der Auspuff. Ja, das stimmt. Auto ist an. Ja. Deswegen. Laut ist das wirklich nicht. Nein. Habe ich eine Erkältung oder so? Mir geht's heute voll dusselig, ey. Manchmal ist das nun mal so, ne? Heute ist das so. Nur nicht krank. Trotzdem, werden. Also ihr habt von mir jetzt das Frage... Nein, kein Frage-Antwort-Video. Was ist denn heute los? Ich bin voll dusselig. Ihr habt das, was ich mag, was ich nicht mag, Video bekommen. Mhm. Ich habe zu viel Gedanken im Kopf, weil es zu viele Baustellen sind. Und ich kann immer nur drauf zurückpochen, ich werde es gut machen. Glaubt mir, dauert noch ein bisschen. Ein bisschen nur noch. Noch Mini-Porn hier so? Machen wir. Okay. Du bist schon bereit zum Schwenken, sehe ich. Du hast schon Schulterdruck, ne? Ja. Morgen mich ja fit, tschüss.
Was ist? Ich weiß nicht. Dann ab in die Haier.